Hallo Leute, willkommen hier bei der Liga DHG mit einer weiteren Runde, beziehungsweise allerersten Runde Roach Legacy. Ist ein richtig cooles Game. Ich habe, ja, wie soll man sagen, gestern mal reingestuppt, deswegen habe ich gerade gesagt, eine weitere Runde. Habe ich natürlich versprochen. Und ja, das Game ist gerade free to play bei Gameplay ist ein Plus. Ich habe es gestern mal angetestet, wie gesagt. Und ich finde es sehr, sehr witzig. Das hier ist gerade ein Tutorial. Und es geht darum, nämlich die Burg irgendwann durchzuzocken. Und dafür braucht man verschiedene Erben von Rittern sozusagen. Und ja. Ich muss das mal jetzt hier kurz durch. Hier hoch, zack, zack. Und wird natürlich jetzt hier erklärt, was man machen muss. Ganz normal kennen die meisten. Ganz normale Fähigkeiten. Runden Viereck, um diese Dinge auszulösen. Und natürlich hier genauso, um hier hoch, weiter hoch zu kommen. Wer das gemacht hat, kommt man zu dem König. Da geht das Game erst so richtig los. Hier ist es der König. Den muss ich jetzt leider töten. Warum auch immer. Und jetzt geht's los. Wie gesagt, Roach Legacy ist richtig cool. Mir gefällt das, dass man immer unterschiedliche Champions oder Ritter bekommt sozusagen. Und wenn man dann halt sich nach und nach in die Burg weiter reintastet, weil man sich seine eigene Burg upgradet, dann wird es auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Naja, auf jeden Fall, jetzt bin ich der erste Ritter. Gehe hier in die Burg rein. Und ich würde sagen, ich nehme immer so circa 20 Minuten auf. Es gibt natürlich schon sehr, sehr viele Let's Plays von diesem Game. Deswegen werde ich Levels immer ein bisschen großzügiger gestalten, immer so 10er Schritten oder vielleicht auch 15er Schritten. Erst wenn sich dann viel, viel tut. Und ja. Hier ist das erste Tagebuch. Brauche ich nicht weiter vorlesen, denke ich. Hier ist die Karte. Ganz normal, kennt man jeder. Und ja, es geht weiter. Die Wiese heißt immer natürlich Gold sammeln und überleben. Und wenn man richtig Gold gesammelt hat, kann man seine Burg upgraden. Das muss man auch, um weiter in die Burg heranzustreiten. Ich war gestern bis Level 4 habe ich gezockt. Da dachte ich mir, das Game muss ich mal aufnehmen, ist auf jeden Fall sehenswert. Ist schon länger draußen. Wie gesagt, ist gerade PlayStation Plus mäßig umsonst zu haben. Das Bild wackelt. Jetzt habe ich schon 90 Gold. Aber so schlecht. Okay, da kann man jetzt nicht weiter hoch. Aber die mag ich nicht. Ich habe ja noch eine Spezialfähigkeit. Durch. Jetzt kriege ich ja schon richtig Schaden ab. Jetzt werde ich wahrscheinlich das erste Mal sterben. Ja, ich bin gestorben. Leider, leider. Aber ich denke, für den ersten Erben haben wir schon mal gut was Gold gesammelt. Gucken wir mal jetzt hier an, was der hier so hat. Ein riskanter Held, geringe Werte, aber keine verrennende kritische Treffer haben. Landen. Du vermisst die guten alten Zeiten. Du leitest sehr gut Strom. Also leitest sehr gut Strom, okay. Du bist Sperma, steroide Angriffe werfen Feinde zurück. So vital, okay. Und den hier unten will ich gar nicht nehmen, dann will ich dann bestimmt auf den Kopf. Deswegen nehme ich jetzt den jetzt hier.
Und jetzt sieht man schon, worum es geht in diesem Game. Man baut sich nach und nach sein eigenes Imperium auf, wird so gesehen immer stärker. Oh, 10 Gold fehlen, hätte ich natürlich schon ein Herz haben noch können. Und, oh, ach so, ich habe natürlich nicht gelesen, was er noch hat. Das ist der Schmied, brauchen wir nicht weiter eingehen. Vielleicht die ersten Fähigkeiten, die man, Sachen, die man kaufen kann. Natürlich jetzt nur 50 Gold. Und ja, das Gute ist jetzt, beziehungsweise Schlechte ist jetzt, steht der böse Typ hier. Und jetzt muss ich natürlich immer mein Restgold abdrücken und es geht weiter in die Burg rein. Und nach, wie gesagt, baut man sich sein eigenes Imperium auf. Jetzt muss ich wieder Gold sammeln, natürlich so lange wie möglich überleben. Und man wird dann das Herd upgraden und. Die Burg ändert sich immer jedes Mal. Und das ist das Witzige bzw. das Coole an diesem Game, dass es immer was Neues ist. Weit getrimmt, sieht man ja schon an der Grafik. Und ja, mir gefällt's. Ich chopp das jetzt einmal durch für unsere Liga sozusagen. Ist das ein Gameplay wert? Denke ich doch. Und jetzt geht's hier erstmal los. Hier muss ich jetzt schnell hoch. Das ist ein Bild, was ich auslösen kann. Das sieht man daran, dass es wackelt. Ich bin gemacht. Da ist noch eins. Zack. Noch eins, okay. Hab ich. Da ist noch eins, das nehme ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt aber weiter. Ich muss schon ein bisschen aufpassen. Dass ich jetzt hier nicht schade. Oh, kritische Treffer, das ist ja schon bald tot. Aber nicht jetzt noch mehr. 70 Gold schon. Mal was, ich will aber mehr. Und natürlich so schnell wie möglich mein Imperium aufzubauen, damit ich die Erben sich immer weiter in der Burg reinwagen können. So, schnell noch ein bisschen klären. Gold, Gold ist wichtig. Zack, gehen wir mal hier rechts. 100 Gold, nicht schlecht. Ich glaube, warum ist das cool? Aber ich will es gar nicht riskieren. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich bekomme. Also ein Schuss. Ich werde auf jeden Fall... Oh! Das sind zwei Truhen. Das ist doch schon mal was. Und noch eine Truhe. Boah, das bin ich schon bei 500, 600 Gold. Das hat er mal gesicht. Ach, hier geht's auch runter. Okay. Oh, hier gehe ich lieber hoch. Das ist mir da zu viel Action. Dann gehen wir mal lieber hier hoch. Muss ich ausweichen. So gut es geht. Zack. 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 Oh, den Schaden gefressen. Nochmal. Oh nein, da war ich jetzt ein bisschen zu übereifrig. Schade. Und da bin ich leider gestorben. Und jetzt suchen wir uns den nächsten Erben raus. Der nächste Erbe feuert Kugeln ab, die überall hinspringen. Hört sich nicht schlecht an. Du bist sehr talentiert mit ein paar Problemen. Alles in Ferne ist verschwommen. Das heißt, viele Dinger. Wir nehmen mal den hier. Hört sich interessant an. Und jetzt können wir schon ein bisschen was aufrüsten. Wir nehmen erstmal das Herz einmal. Das ist verwandle deinen Ritter in Paladine. Also scheint ein Block zu sein. Oder sowas. Okay, dann nehmen wir das hier ganz unten einmal. Und hört das auf. Und das sieht man schon. Ich baue mir meine eigene Burg langsam auf. Wir haben jetzt nur noch... Komm her, ich will ein bisschen tankiger werden. Hol mir lieber erstmal zwei Herzen. Und ja, sieht man das schon.
Der R ist nächste Jahr, wenn ich jetzt gewählt habe, in der Ferne verschwommen. Sieht man hier ganz klar. Und hier kann man jetzt schon mal gucken, was ich hier abballern kann. Ist per Zufall. Das ist sehr witzig. Und ja, 60 Gold muss ich abdrücken. Und es geht von vorne los. Die neue Burg. Und weiter geht's. Zack. Achso, wir können natürlich immer als erstes. Ah, brauche ich nicht. Ja, ich hab's ja schon gelesen. So. Oh, diese Stacheln. Das sind sehr viele. Schade, habe ich einmal Schaden gefressen. Ah, Mist. Oh, das muss ich. Ich muss mal natürlich Kronleuchter mitnehmen. Natürlich, zack. Au, hier sind viele Gegner. Ich halte nicht viel aus. Au. Ah, komm. Nein! Hab ich gerade ein bisschen zu viel Schaden genommen, ein bisschen zu viel rumgetänzelt, sag ich mal. Ah, wir nehmen uns am nächsten. Nächsten Erben sozusagen. Und was ist das denn? Du bist so dünn, dass jeder Treffer dich fliegen lässt. Das hört sich nicht gut an. Du kannst nicht in 3D sehen. Dann nehmen wir mal den und ich hatte so ein Beschwört, eine große Klinge, die dich beschützt. Nehmen wir mal den Erben. 60 Gold ist nicht viel. Okay, kann ich hier nichts holen. Also nicht in 3D. Ich weiß nicht, was er jetzt meint. Achso, okay. Also wenn ich mich drehe, dann sieht er schon, ich bin 2D. Und also ich kann nicht in 3D sehen, ist damit so gemeint. Cool. Weiter geht's. Der nächste Erbe geht da rein. Ich bin jetzt Level 7. Wobei ich bestimmt 7 Fähigkeiten geskillt habe. Boah, kein Gold. Come on. Jetzt. Da war ich wieder ein bisschen zu überhäufig. Kein Gold drin. Auf dem Tisch kann man gehen. Jetzt. Oh, Glück gehabt. Ein Bild, was auslöst. Ich gehe erstmal nach oben. Der Zombie haben wir auch bekommen. Und zack. Da ist noch ein Auge dahinter. Deswegen kommen zwei Blutstropfen, sag ich mal. Ich siege alle Feinde. Boah, ist mir zu viel. Jetzt komm, boah, ich kam nicht runter. Come on. Mist, Mist, Mist. Ah, das war nicht gut, die Runde. Deine P- und LP-Anzeige sind vertauscht. Wer hätte das gedacht? Hm, du kannst Leute nicht auseinanderhalten. Komm, wir nehmen den mal. Jetzt habe ich bestimmt ganz wenig Leben. So, wir bauen auf jeden Fall, ich denke, den Architekt, den Magier, die Magierin. Und mehr geht jetzt auch nicht. Ja, kann deinen Körper mit mächtigen Runen verstärken und dich damit besser, stärker, schneller und sprunghafter machen. Finde Runen mehr. Okay, alles klar. Aber ganz normal da durch. Gucken wir mal, die anderen hier sagen. Ja, ich möchte jetzt hier nicht das alles blablabla. Runen. Okay, Sprinten-Rune, Schwert. Gewährt dir die Kraft, kurze Strecken zum Sprinten, mehrere Spalten der Runen. Okay, also solche Fähigkeiten halt, Spezialfähigkeiten. Okay. Und, jetzt habe ich 71 Leben, weil meine Energie ja umgetauscht ist.
Aber ich denke, Mutti 497 hätte ich sonst gehabt, hätte ich jetzt nicht die blöde Dings genommen. Die mag ich nicht, ey. Das war eigentlich recht einfach. So, haben wir. So, zack. Zack. Ich brauche Gold. Gold brauchen wir. Und weiter geht's. Ah, da gehen wir nicht hier lang. Wir gehen erstmal hier lang. Wieder zurück sozusagen. Hier hoch. Und zack. Hier hoch. Zack. 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 Kein Gold. Oh, come on. Ah, hier gibt's Gold. Ich brauch Gold. 90. Alter, letzten werden 200, 300 und sowas in die Richtung. Oh, und jetzt kommt der blöde Geist schon. Ich mach schnell hoch, den töten. Der, ja. Hey, haben wir hingekommen? Ich hab jetzt, ich weiß gar nicht. Das ist sautig. Nehmen wir noch. Aber 120 Gold. Naja, okay, ist ein bisschen mager. Ein bisschen was bräuchte man noch. Da gehe ich jetzt mal nicht lang. Wir gehen mal hier lang. Hier ist ja nichts mehr. Hier lang. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch noch mit. Oh. Den haben wir geklärt. Und der Kiste. Den nehmen wir auch mal schnell. Bevor wir sterben, jetzt habe ich 300 Gold. Das ist schon mal eine Stange. Nicht kämpfen. Ja, und jetzt? Habe ich gemacht. Oh ja, ist da irgendwas unten drin, ne? Oh, da geht's hoch. Schätze mal, da war irgendwas Besonderes rum. Aber leider der Schaden genommen. Aber 300 Gold circa. Oh. Jetzt habe ich hier schon ein Fragezeichen. Ja, nehmen wir auch mal den obersten. Und 310 Gold. Ich denke, wir werden... Komm, wir bauen jetzt mal das hier. Sieht das Schloss besser aus. 180 jetzt noch. Architekt. Der Architekt kann... das Schloss einfrieren und damit verhindert, dass es sich verändert. Achso, okay, also das ist natürlich eine sehr nice, wenn man später das sich tanky gefühlt, also schon Spezialfähigkeiten hat und schon ein bisschen mehr Leben hat und man einfach weiß, pass auf, ich will jetzt mal die Burg clearen, richtig viel, dann friert man die einfach ein, aber das wird wahrscheinlich irgendwas kosten. Können wir uns noch leisten. Oh, das hier. Nein, müssen wir das nehmen. Sind wir genau bei null. Jetzt habe ich den kleinen Zwerg bekommen. Okay. Lesen. Grüße, Junge. Willst du was Lustiges wissen? Ich bin verrückt. Dieser Hebel hier. Ich muss nur dran ziehen und schon kann ich das Schloss davon abhalten, sich zu verändern. Ja, wissen wir. So kannst du dieselben Räume wie dein Vorfahren erkunden, beeindruckt. Das sollst du sein. Wie habe ich sie wahrscheinlich vorher schon gebaut? Mit Wissenschaft natürlich und Magie, hauptsächlich Magie. Aber meine Fähigkeiten sind nicht kostenlos, wenn ich das Schloss anführe. Nehme ich 40% des Goldes? Nee, okay. Also weißt du Bescheid. Statt 10 Gold immer 6 Gold. Okay. Ist eine Überlegung wert. Das vielleicht später mal irgendwann. Wenn man die blockieren will. Ich denke mal. So wie das hier so aussieht, hier ist bestimmt der Endboss drin. Sieht auf jeden Fall so aus. So irgendwie. Das sind vier andere Bosse sozusagen. Und hier sieht man bestimmt auch die Bereiche, also Tower. Dann vielleicht der Forest, hier unten der Forest, Dungeon, irgendwie der Dungeon. Totenkopf sozusagen und dann der
das Kerze, der Kreis oder so, keine Ahnung. Und jetzt, ja, wenn ich mal hier versuche, natürlich wieder Gold zu farmen. Ich darf jetzt hier nicht überheblich werden. Ich bin klein. Weiter geht's. 70 Gold schon, aber das ist nicht schlecht. Das Bild wackelt, ich will mich nicht mit dem Bild anlegen. Ist nicht mein Ding, mag ich nicht. Warum springe ich denn da rein? Ich sogar nicht. Warum springe ich da jetzt rein? So, Mensch, Mensch, Mensch. So viel halte ich jetzt auch nicht aus. Das Bild wackelt. Gehen wir lieber außen rum. 160 Gold. Ich dachte, der kommt jetzt da durch, aber irgendwie. Oh! Was ist das denn? Ich kann da durchgehen. Mal ablenken und töten. Heißt jetzt die Devise. Ich würde sagen, ich muss jetzt hier runter schlagen hoch. Runter schlagen hoch. Natürlich nochmal. Hinüber ist der gute Junge. Das ist ein normaler, aber das ist nicht normal, das Feuerding. Was? Zack. 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 49er kritischer Treffer, auch nicht schlecht. Der ist eigentlich recht einfach. Ein bisschen tänzeln. Sehr schön. Gehen wir ganz am Rand hoch, gehen jetzt durch. Und töten den. Kann ich auch durch, oder was? Ja, ich kann ja auch durch. Cool. Kann ich durchgehen, alles einsammeln. Boah, ich mach keinen Schaden so wirklich. Zombie. Ah, der Zombie kommt nicht hoch, aber das Bild muss ich töten. Ein kritischer Treffer. Sauber. Und weiter geht's. Da gehen wir erstmal nicht durch. Dann gehe ich erstmal hier durch. Ah, okay, ist ein Auge. Schießt und Bluttropfen oder weiß ich, wie man es nennt. Zack. Und gehen wir mal runter. Oh, eine Kiste. Eine Kiste ist immer gut, haben wir vorhin schon gesehen. Aber ich komme nicht hin. Nein. Bin ich blöd gesprungen. Na gut. So. Was haben wir jetzt hier? Panzer, dieser Held kann eine Prügelei vertragen. Du kannst dich in 3D sehen. Voll Dolch hab, kennen wir schon. 3D so vital wie schneller. Muss Haus zerstört, zerbricht Dinge. MP2. Das hört sich nicht schlecht an. Und wir haben jetzt 310 Gold. Ich würde sagen, was ist das? Ein ordentliches Fitnessstudio ermöglicht dir deine Armee. Arme und deine Po-Muskeln zu stärken. Aktuell 12 plus 2. Das heißt, ich mache wahrscheinlich mehr Schaden. Machen wir es mal. Und ich glaube, das war's auch schon. Ne? Ich habe jetzt nur noch 110 Gold. Ja, das war's. Schade. Dann gehen wir wieder rein. Stufe 11 sozusagen. Das ist jetzt wahrscheinlich cool. Immer eine MP. Ich kann immer schön in euch ballern. Oh. Hier gehen wir. Hier gehen nicht. Oh.
Oh, schon wieder tot. Ich hab ja gar nicht viel Leben. Eine Runde geht noch. Das ist das Coole. Immer so ab und zu mal eine Runde zocken sozusagen. Und wenn man dann irgendwann das Game durch hat, dann freut man sich auf jeden Fall. Muss natürlich jetzt hier nicht ständig suchen. Was ist das denn hier? Feld. Und teleportiert zu seinem Schatten. Okay, es hört sich interessant an. 30 Gold ist nicht viel. Achso, ich habe jetzt nicht die Negativen gesehen. Also ich schätze mal, der ist farbenblind. Das ist auf jeden Fall jetzt eine Fähigkeit. Also wenn ich jetzt hier irgendwie mein Schatten hinmache und dann ich nochmal drücken oder was? Achso, okay. Das heißt, wenn ich so mache, hier kämpfe, das wird zu viel, gehe ich an meinen Ort zurück. Cool. Und weiter geht's. Farbenblind, mein Junge, farbenblind. Ich sehe nix. Hauptsache, das Gold höre ich. Eieiei. Ja, das nahm ich. Das Gold hab ich auch. Jetzt weiter, das ist ja recht simpel hier gehalten. Aber ich mache mehr Schaden, habe ich da anscheinend. 100 Gold. Das sehe ich doch gerne. Wir gehen mal gleich erstmal hier links. Okay, wir gehen nicht. Oder wir gehen nicht. Nee, wir gehen nicht. Wir gehen nicht. Wir gehen erstmal weiter hoch. Schön Gold erstmal sammeln. 190 habe ich. Ich glaube, ich brauche mindestens 220. Gesehen haben. Zack. 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 Und hoch. Und 72 Gold haben wir schon. Eine Stange Geld. Guter Raum. Schön Schotter. Wir gehen weiter hoch. Besiege alle Feinde. Aufgabe. Ja, ich komme da nicht hin. Oh, wie soll ich denn hinkommen? Gibt es da irgendwie Geheimgänge? Geheimgänge. Okay, also ich schätze mal, ich musste irgendeine Waffe haben oder so, um das da zu töten. Und jetzt mal hier links. Schuss habe ich gerade fast übersehen, den Blutschuss. Brrr, blöder Zombie. So, 300 Gold. Kiste, die ich nicht mehr haben. Erstmal hier das Gold einsammeln. Jetzt holen wir uns mal ein bisschen Schotter sozusagen. Jawohl. 520. Oh, ich hasse das. Dass ich immer auf den blöden Schränken erst bin. Zack. Aber 500 Gold locker bekommen. Ich würde sagen, ich gehe jetzt nochmal rein, hol mir den nächsten Erben, fällt einen Charme ab, dass er dir zurückkommt. Merkmal keins, fällt dann durch, wieder vertragen. Ich nehme den hier, den hatte ich noch nicht. Und 530 Gold werde ich jetzt, ja, wo werde ich die anlegen? Das kostet uns am meisten 410, 295, 410 habe ich 90 über, 280 und 295, 240 sind 280 sind.
das und das. So. Ich würde sagen, dann beenden wir jetzt erstmal die Runde hier. Wir sehen uns dann nächste Runde wieder. Hier bei der Liga DRG mit Rouge of Legacy sozusagen. Bis dahin würde ich sagen, ciao. Und bis zum nächsten Mal.